Und damit sage ich wieder, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Y. Beim letzten Part haben wir die Arenaleiterin Viola besiegt und haben den Käferorden bekommen. Nun fragen uns so zwei Typen, also ein Junge und eine Frau, ob sie uns den Weg zum Pokémon-Labor zeigen. Und da sagen wir natürlich, nein. Nicht? Warum denn so schüchtern? Naja, sag einfach Bescheid, wenn du es dir anders überlegen solltest. Scherz, natürlich. Ja. Alles klar, dann komm mit. Keine Müdigkeit verschätzen. Hä? Achso, ich dachte, wir laufen. Ich dachte, wir laufen alleine. Was denn hier los? Illumina City ist die größte Stadt in Kalos. Ich habe noch längst nicht alle Ecken und Winkel diese Metropole erkundet. Es heißt, man soll in Illumina City nicht speichern, weil sonst der Speicherstand zerstört wird, habe ich in Facebook gelesen. Und ich habe Angst, dass ich speichere, deshalb werde ich das überspringen, also ohne Speicherung. Na, wie verstehst du dich mit Foxy? Je mehr du mit deinem Pokémon herumläufst, desto enger wird eure Freundschaft. Bitte sehr, die TM-Rückkehr. Oh, papa. Diese Attacke ist umso stärker, je größer die Zuneigung des Pokémon zu dir ist, das die Attacke anwendet. Wow, Rückkehr ist echt stark. Am Ende irgendwann mal. Jenseits dieses Tores liegt Illumina City. Komm schon, worauf wartest du? Auf geht's. Mann, ich will mit der Frau hier reden. Willkommen in Illumina City, der Stadt der Lichter. Hört sich ganz romantisch an. Illumina City. Und hier heißt es, nicht speichern. Wow. Sieht mal sehr schick aus. Also, ich warte dann vor dem Labor auf dich. Wenn du ihr folgst, kommst du direkt zum Labor. Alter, die Stadt ist riesig. Ich hoffe, ich vergesse nicht dort nicht zu speichern, weil wenn ich dort speichere, ist mein Speicherstand am Arsch und ich muss den Let's Play abbrechen. Oder ich fange von vorne an. Was bist denn du? Hallo? Oh. Wuff! Alter, Steuerung ist mal richtig komfortabel. Alter, du großer. Das hier ist der Südring. Auf dieser großen Straße sind das Pokémon-Labor, das Trainer-Promo-Studio und das Friseurgeschäft. Wood Style Salon zu finden. Aha. Und da geht's wohl lang jetzt. Das Gebäude hier ist Platans Pokémon-Labor. Dann lass uns mal hineingehen. Sie sagt uns aber... Naja, egal. Du hast einen weiten Weg von Etzisia hinter dir, aber jetzt bist du ja hier. Professor Platan erwartet dich schon im zweiten Stock. Nimm einfach den Aufzug. Warte mal, ich rede erstmal mit der Frau hier. Willkommen in Platans Pokémon-Labor. Professor Platans Forschung beschäftigt sich mit der Pokémon-Entwicklung. Ist noch jemand? Hallo? Der Professor hat schon ganz vielen Leuten ganz viel über die Pokémon beigebracht. Welchen Stockwerk willst du gehen? Nehmen wir jetzt mal zum ersten. Wir werden alles erkunden. So, was denn hier? Sieht sehr wissenschaftlich aus. Oh Gott, so viele Leute. Fangen wir mit dir an. Der Professor forscht die Entwicklung und den Wandel der Pokémon. In jungen Jahren hat er offenbar sehr viel von Professor Eibe aus der Sinnoh-Region gelernt. Oh, Eibe. Sinnoh ist auch so eine schöne Zeit. Es gibt männliche und weibliche Pokémon, sowie solche, deren Geschlecht unbekannt ist. Zudem weist das Aussehen mancher Pokémon geschlechtsspezifische Unterschiede auf. Ich kann nicht solche Wörter sprechen. Um die Bande
sein Pokémon zu stärken, gibt es nichts Besseres, als viel Zeit mit ihm zu verbringen. Hier, die Bälle werden dir bestimmt helfen. Hoopala! Danke! Mit einem Luxusball gefangenen Pokémon freuen sie leichter mit dir an. Oh ja, das stimmt. Du hast dich, glaube ich, irgendwie verlaufen. Darfst du hier hoch? Pokémon verfügen über rätselhafte Kräfte, die Fähigkeiten genannt werden. Manche dieser Fähigkeiten entfalten ihre Wirkung während eines Kampfes. Andere wiederum, wenn du das Pokémon in deinem Team mit dir führst. Achso. Okay, das wird wohl auch ein bisschen... Die dürfen ja wohl ein bisschen gucken. Ich habe gehört, dass es ein Pokémon gibt, das man nur erforschen kann, wenn man eine Waschmaschine und einen Fernseher hat. Rotom. Oder? Stimmt das? Ich weiß es nicht. Ich glaube Rotom. Es gibt kein schöneres Gefühl, als im Kampf mit seinem Pokémon auf einer Wellenlänge zu liegen. Schweben die Pokébälle? Ich entwickle gerade ein Gerät, das mir bei meiner Forschung helfen wird. Doch ist alles andere als einfach. Geduld dich bitte, bis es vollendet ist. Oh. Also wird man hier irgendwann mal zurückkommen und da wird dann irgendwas passieren? Hoffentlich. Wo ist überhaupt der Stift? Ach da. Du. So, da gehen wir mal zum zweiten. Da wird Platan sein, hoffe ich. Muss. Sieht sehr einladend aus. Hallo. Spanische Musik. Endlich treffen wir uns. Soll ich jetzt Spanisch reden oder was? Nee. Fein. Dann komm doch bitte mal mit. Okay. Dupidupidu. Schauen wir uns erstmal um. Im Zentralbereich der Kalos-Region bist du bisher 24 Pokémon begegnet. Ich habe hier ein kleines Geschenk für dich. Vielleicht hilft dir diese TM ja dabei, mit noch mehr Pokémon-Freundschaft zu schließen. Trugschlag. Doch, Trugschlag ist wirklich ganz viel wert. Trugschlag ist eine Attacke, bei welcher der Anwender seine Kraft zügelt, sodass dem Ziel in jedem Fall ein KP enthalten bleibt. Das ist natürlich äußerst praktisch, wenn man vorhat, Pokémon zu fangen. Doch, stimmt. Das erinnert mich sehr an Nerzan LPM, den Let's Play Pokémon Bloody Platin. Da musst du es immer einsetzen, weil 493 Pokémon zu fangen ist sehr, sehr hart. Los geht's. Oh, das machen wir auch schon. Toll, dass du den weiten Weg aus Erzistia hier gefunden hast. Ich bin Professor Platan. Na, macht dir das Reise zusammen mit dem Pokémon Spaß? Bist du schon vielen begegnet? Fein. Dann will ich mir doch gleich mal deinen Pokédex einsehen. So, im Zentralbereich der Kalos-Region hast du 24 Pokémon-Arten gefunden. Nicht wahr? Ich trinke mal kurz was. Ich spucke schon wieder. Okay. Na bitte. Gute Arbeit. Du hast schon recht viele verschiedene Pokémon getroffen. Irgendwie hast du etwas ganz Besonderes an dir. Du machst einen aufgeweckten Eindruck auf mich. Ursprünglich hatte ich ja geplant, nur ein Kind auf jede Stadt auszuwählen, mit einem Pokémon auszustatten. Im Falle von Incisia hatte ich mich bereits für das Kind von befreundeten Trainerveteranen entschieden. Aber dann hörte ich, dass Rihon, Shaki, Primula und ihr Sohn nach Incisia gezogen sind. Und du kennst die Erkalos-Region noch nicht. Mir war sofort klar, dass du der ideale Kandidat für diese Untergefangene bist. Hallo Professor, ich bin Sana. Da wären wir. Entschuldigt die Verspätung. Fein, dann wollen wir doch gleich mal einen Pokémon-Kampf austragen. Och nee. Aber nicht wieder gegen die gleiche. Mal mit der hier. Die wird die besondere Ehre zuteilen, gegen mich, Professor Platan, zu kämpfen. Was? Wir kämpfen gegen... Hust. Okay. Ist das erste Mal? Oder gab es das schon mal? Alter Mann, kämpft gegen den Professor. Ein Pokémon-Kampf? Hier im Labor? Ein Pokémon-Kampf? Toll. Von mir aus kann es losgehen. Ach, die kämpfen... Achso, okay. Ah, du doch ihn von hier. Wollen wir mit dem Kampf loslegen? Ja. Nur noch schnell vorweg. Ich bin nicht sonderlich stark. Oh, okay.
Das ist gut. Das nehme ich an. Krass. Bisasam. Hätte ich doch jetzt Ding. Ah, da tausche ich schnell. Mal, es bringt nichts. Rentata, komm raus. Das muss eigentlich mehr bringen. Oh, diese blöden. Ha. Na ja, was. Noob, noob, noob. Mit Zornklinge kriegst du auch noch. Da gäb's. Was? Es hat ihn nicht besiegt. Na hoppala. Das war ein Fail. Der Supernative und. Ach nö. Hat ihn nicht sehr viel gebracht. Ups. Nicht so lange den Stift im Bild haben. Gut. Ich behalte ihn mal. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Level 13. Ich überlege mir echt noch, den im Team zu haben. Weil irgendwie bringt er es. Wenn Tata versucht, Abschlag. Rentata versucht Abschlag zu lernen. Ist das ein neuer Trick? Aber Rentata kann nur maximal 4 Attacken erlernen. Soll eine andere Attacke durch Abschlag ersetzt werden? Und wenn ihr jetzt denkt, ist Rentata ein YouTuber? Nein, den habe ich getauscht bekommen. Vergessen, Abschlag? Was? 65? Ja, dann mach mal Silberblick weg. Alter, ich überleg's mir echt noch. Der ist Level 13. Und hat so viele Tricks. Schick. Das ist natürlich. Hat er eine Pflanzenattacke? Ja, gucken wir mal nach. Pokémon weiter. Na, warum drücke ich eigentlich nicht B? Es geht doch schneller. Schauen wir mal. Nee, shit. Aeroas sollte eigentlich nicht so schlecht sein. Naja. Ach ne, Panzerschutz. Ach, leck mich. Nochmal Abschlag. Damn's. No. Immer Furienschlag, wenn wir es macht, immer nur ein. Jetzt hat er die fucking Attacke abgewehrt. Nein. Komm, bitte 5-mal. Ach du. Fekupata. Nein, lass das. Oh. Alter, ich verliere. Zornklinge. Goddamn, es machen Volltreffen. Tschüss. Fick dich. Das war ein böser, böser Fail. Bringt das alles nichts. Aquawelle. Probier mal's. Na, ne. Ist schon okay. Ah, und er ist sogar verwirrt. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist fucking gut. Kräftig sehr. Den Supertrank ist mir völlig Wurst. Treff ich selber. Yes! Er wird der nächste treffen, das sage ich gleich. Ups. Wow, okay, da war es vorhin ein Volltreffer, oder?
Keine Ahnung, ich hab's nicht gesehen. Und ja, nochmal. Und. Hier, bitteschön. Bams. Yes. Hey, wo ist der Stift jetzt? Da. Oh, Glumanda. Oh, da bist du tot. Also nicht ich, sondern. Du. Platan, du bist besiegt. Bye bye. Yes! Mann, ich hab schon fast die. Wow, ziemlich viele EP sogar. Ah, das war wohl nichts. Klasse Leistung aber. Yay! 1400 Punkte. Hast so viel Geld, ey. Cool. Oh, da pennt er unten schon wieder. Ups. Da habe ich irgendwas übersprungen, egal. Ein Bild wovon? Ein Bild von dem, was Pascal kann. Er ist ein sehr interessanter Trainer. Fein, dann bekommt ihr jetzt gleich noch ein Pokémon, das euch auf eurer Reise begleiten wird. Hm? Hier kannst du dir zuerst eins aussuchen. Wie jetzt? Wie bitte? Autsch. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Alter. Warum habe ich den jetzt wohl genommen? Aha, du hast ja also Glumanda ausgesucht. Warum auch nicht? Fein, fein. Dein Team ist leider voll. Wähle ein Pokémon, das in deinem PC-Box geschickt werden soll. Was? Kann ich mir jetzt einen auf. Ja. Du, hau ab! Niemand will dich sehen. Glumanda halten! Okay, der ist im Team. Der ist im Team. Gleich mal trainieren ein bisschen. Möchtest du ihm vielleicht einen Spitznamen geben? Hm. Naja, da habe ich eine Idee. Das wird mein Freund vielleicht freuen. Okay. Fischo. Gamer. Da kommt noch ein Riesen. Scheiße. Ja, LP. Psycho. Ups. Hä? Was mach ich da? Psycho Gamer. Psycho Gamer, ja. So heißt er. LP Psycho Gamer eigentlich, aber ich nenne ihn jetzt einfach mal Psycho Gamer. Oh. Und das ist mein bester Freund. Scheiße, ich darf den Namen nicht sagen. Aber er ist mein bester Freund. Sag mal so. Psycho Gamer soll also sein Spitzname sein? Yo! Erster Psycho! Da du dich für Glumanda entschieden hast, bekommst du jetzt diesen Megastein von mir. Pluragnit Y. So, ihr zwei. Ihr sucht euch jetzt auch jeder ein Pokémon aus, aber nicht streiten. Puh, keine leichte Entscheidung. Nur keine Eile, wenn man bedenkt, wie viel Zeit ihr miteinander verbringt. Werdet. Will so etwas wohl überlegt sein?
Wie dem auch sei, ich habe das Gefühl, dass vielleicht der Rest von euch hertrudelt. Hallo Professor Hallo Professor Platon. Na sowas, ihr seid ja schon alle hier. Hab ich's nicht gesagt. Fein, fein, damit wären dann alle anwesend. Jetzt hätte ich noch ein paar Ratschläge, die ich euch mit auf die Reise geben möchte. Ich möchte, dass ihr jede Menge Spaß auf euren gemeinsamen Reise mit dem Pokémon habt. Versucht dabei stets die besten Trainer zu sein, die ihr nur sein könnt. Die Mega-Entwicklung, eine neue Form der Entwicklung, stellt das größte Mysterium der Kalos-Region dar. Lüftet ihr Geheimnis. Ich hoffe, der Megastein, den ich euch überreicht habe, wird euch auf der richtigen Fährte bringen. Hä? Durch die Mega-Entwicklung können Pokémon im Kampf eine völlig neue Gestalt annehmen. Mega-Entwicklung schön und gut, aber was ist eigentlich mit dem Pokédex? Dovato, wenn du einen vollständigen Pokédex damit gleichsetzt, der bestmögliche Trainer zu sein, dann verfolge dieses Ziel mit aller Kraft. Also ich finde diese Sache mit der Mega-Entwicklung total interessant. Wenn du mehr über die Mega-Entwicklung herausfinden möchtest, dann dürfte Vanitea die beste Anlaufstelle für dich sein. Vanitea oder Vanitea? Die Stadt hat eine lange Geschichte, vielleicht findest du dort ja einige Anhaltspunkte. Noch etwas. Wenn ihr die Region bereist, um eure Pokédex zu füllen, werdet ihr mit allerlei Pokémon und Menschen in Berührung kommen, die nicht immer dieselben Ideen und Auffassungen teilen werden. Teilen wie ihr. Seid offen für andere Sichtweisen, dann werdet ihr schnell merken, worauf es im Leben ankommt. Eure Aufgeschlossenheit wird euch ganz neue Welten öffnen. Ich finde, anders zu sein als anders macht meinen eigentlichen Wert als Mensch aus. Deshalb möchte ich auch so gerne lernen, wie Mega-Entwicklungen zu beherrschen. Mann, könnt ihr mal aufhören zu reden jetzt? Danke? Danke. Mega-Entwicklung? Ich verstehe jetzt gerade nur Bahnhof. Egal. Wird man schon irgendwann mal sehen. Vanitea, Ist das eine Stadt oder ist es eine oder ist es ein Mensch? Pff, ich hab nicht wirklich. Was ist denn das? Ich werde sie also schon bald treffen? Ja. Die Kinder, die der Professor auserwählt hat, welche Potenzial sie wohl in sich bergen. Darf ich vorstellen? Das ist Pascal. Sei doch so gut und komm bitte mal kurz rüber. Oh, du hast also ein Pokédex vom Professor erhalten. Das ist einfach wunderbar. Du bist wirklich auserwählt. Mein Name ist Floridelis. Es ist mein Bestreben, möglichst viel über die Pokémon zu lernen, um den Weg für eine bessere Zukunft zu ebnen. Ich könnte viel vom Professor Platan lernen. Oh, du hast ja einen Holo-Log bei dir. Wissen ist Macht, hörst du? Mache ihn dir also zunutze. Hör mir gut zu, diese Welt muss besser werden. Die auserwählten Menschen und Pokémon müssen übermündlich arbeiten, damit die Welt ein schöner Ort wird. Nun gut, ich muss dann mal los. Richte Professor Plater bitte meinen Gruß aus. Ich strebe nach einer besseren Welt, nach einer Welt der Schönheit. Der sah ja cool aus. Ich frage mich, was für eine Welt Floridelis mit dieser Welt der Schönheit genau meint. Es gibt zu viele verschiedene Pokémon in der Kalos-Region. Ich hoffe, der Pokédex hilft dir dabei, mehr über sie alle in Erfahrung zu bringen. Oh. Da kann man noch warten. Oh nein! LP-Passi 96, okay. LP-Passi 96, es gibt da einen Ort, den ich unbedingt aufsuchen möchte. Also, bis bald. Der Nächste. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Ich warte im Café Solal. Was? Café Solal. 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 Was ist das? Auf dich. Nachbar. Was Serena wohl auf Herzen hat? Keine Ahnung. Scheint aber ein großes Geheimnis zu sein. Ich bin zwar neugierig, aber wir sollten uns da wohl besser raushalten. Epipasso 96. Verlasse das Labor, wenn ich dich nach links und gehe dann immer geradeaus. Verlasse. Oh, ich kann nicht richtig reden schon wieder. Und gehe dann immer geradeaus, um nach Vanitea zu gelangen. Der Café Solal liegt übrigens in derselben Richtung. Ach, das ist sein Name. Solal. Habe ich noch nie gehört. Ach komm. Illumilinu Lulalala. City ist echt riesig, aber solange man auf großen Straßen bleibt, verläuft man sich schon nicht.
Ich mach mal eben einen kleinen Spaziergang. Die Allee hier lädt ja förmlich dazu ein. Sag mal, ist das jetzt sogar größer als Stratos City? Vielleicht, weiß man gar nicht. Nach Venetia und zum Café Soleil geht's dort lang. Uff. Da weiß ich gar nicht, ob ich mit jenen jetzt reden könnte. Das ist ja, oh Gott, das ist riesig. Soll ich wirklich mit jenen reden? Oh Mann, oh Mann. Ach, man kann sich so. Ach, oh. Apple 96, das musst du dir ansehen. Hier kann man Trainer-Promos aufnehmen. Naja, sind ja auch die Trainer-Promo-Studios. Sein eigenes Promo-Video aufnehmen, da wären Träume wahr. Die Leute hier erstellen das Video auch gerne für dich. Dann musst du dich um nichts kümmern. Du kannst es aber auch selbst zusammenstellen, wenn du dich dazu berufen fühlst. In diesem Fall steckt man ein ganzes Herzblut in die 10 Sekunden dieses Videos, um dann die Welt daran teilhaben zu lassen. Ich verstehe gerade nur Bahnhof. Alter, ich rede hier nicht mit allen. Das ist viel zu viel. Naja, wie es weitergeht, werden wir beim nächsten Part sehen. Damit sage ich schon mal bis bald und ciao.